meine Lieben, und willkommen zurück zu Star Stable. Ich sitze auf Ninja Nova, die hat mittlerweile Level 9 erreicht, auf der Druidenkoppel. Und wie ihr sehen könnt, haben wir die 50.000 Punkte voll. Und wir gucken jetzt mal, was es als Belohnung gibt. Es gibt eine Trense. Das finde ich jetzt eher unspektakulär. Schauen wir mal, wie die aussieht. Mit einem V-Stirnband. Gar nicht mal so unhübsch. Fahren wir mal etwas näher ran, damit wir uns den besser angucken können. Der hat so ein bisschen was von einem geflochtenen Stirnband, würde ich mal sagen. Ja, so ne, auch nicht. Bisschen was von einem geflochtenen Stirnband. Auch wenn der Zügel gerade schon wieder ganz falsch ist. Schickes Teil. Kann das Teil auch irgendwas? Schauen wir mal, kann die Trense was? 3 in der Geschwindigkeit und 3 in der Agilität. Leider, leider passt das nur zum Outfit so überhaupt nicht dazu. Darum wechseln wir wieder zurück auf Blau. Und wir stellen fest, das nächste Zwischenziel sind 53.000 Punkte und da gibt es wieder ein Gegenstandspaket. Also auch eher was, was nicht so ganz wichtig ist, was uns hier jetzt in den, Geschichte, Archiv, eher in der Bibliothek der Überlieferung jetzt auch nicht so arg viel weiterhilft. Es gab eine Trense. Und wir gucken mal kurz, ob noch irgendwas verfügbar ist. Wir könnten noch Catherines Erinnerung Risse machen. Nein, und zwar gehört das mit den Rissen zum Dino-Tal. Wir haben quasi die 10 Erinnerungen von Catherine im Dino-Tal gefangen oder gefunden. Und das mit dem Thema Risse gehört dann zum Dino-Tal. Das ist aber Bestandteil eines anderen Videos. Und zwar machen wir uns jetzt auf den Weg. Ja, wo machen wir uns denn auf den Weg hin? Eigentlich würde ich gern noch ein bisschen leveln. Und ich glaube, das geht am besten, wenn wir uns nach Viergrobe auf den Weg machen. Ich war nämlich schon im Morlenstall, hab da schon die 3 Rennen abgeschlossen. Hab quasi schon in Anführungszeichen die 3 Basisrennen, die 3 einfachsten, kürzesten Rennen abgeschlossen. Darum machen wir uns jetzt auf den Weg nach Viergrobe und versuchen mal Ninja Nova auf Level 10 zu bekommen, was ja eigentlich machbar sein sollte. Würde ich jetzt zumindest mal sagen. Genau. Championate sind ja leider nicht. Oder noch nicht. Es ist jetzt Samstagnachmittag, 14.30 Uhr. Da passiert leider nicht so allzu viel an Championaten. Aber, naja, ist halt so. Stopp! Hier sind wir bei der Minka angekommen. Und wir versuchen uns an 4 grobes Geländerennen. Hier kam auch gerade wieder ein Lusitano uns entgegen. So. Wir starten mit dem Rennen. Mit möglichst allen Abkürzungen, die wir so haben. Ups. Ja, guck. Und da kaum sprechen wir davon, dass gerade keine Championate stattfinden. In 1,5 Stunden. Also um 16 Uhr Samstagnachmittag findet eines in Fort Pinter statt. Das ist jetzt leider für mich ein bisschen zu spät. Da kann ich wahrscheinlich nicht online sein. Aber das werden wir sehen, wenn es soweit ist. Also jetzt erstmal die Geländestrecke. Weiter über diesen Sprung. Linke Hand weiter zum nächsten Pfeil. Und hier bin ich mir immer nicht sicher, was der kürzere Weg ist. Hier drüber oder über den kleineren. Naja. Auf alle Fälle sind wir so gut wie im Ziel.
Und ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob es noch irgendwelche anderen Abkürzungen hier bei der ersten Geländestrecke gibt, die ich noch nicht herausgefunden habe. Ups, wieso springst du nicht? Auf alle Fälle sind wir im Ziel. Haben den Rang Silber bekommen, weil wir wahrscheinlich etwas schneller waren als vorher. Wir schreiben uns 250 Punkte gut, die wir irgendwie kaum gesehen haben. Also ich schätze, bis Level 10 wird es noch eine ganze Weile dauern. Die nächsten 125 Punkte gibt's, wenn wir die knifflige Baumstammstrecke beenden. Das sollte machbar sein. So, über die Brücke springen. Die gleichen Punkte gibt es dann auch nochmal für die zweite Strecke rückwärts. Ups, nicht in den Baum knallen und nicht am Baumstumpf hängen bleiben. Hier oben einmal an der, ich schätze, dass es eine Ranger-Hütte ist, vorbei. Genau, und wenn man nicht auf den Weg guckt, dann klatscht man natürlich gegen den nächsten Stein. So ist es halt. Also einmal über eine Wurzel. Weiter, weiter, weiter galoppieren. Und so langsam sich dem Tal nähern. Sagt mal, macht ihr es eigentlich auch, dass ihr mit den Pfeiltasten und der Maus gleichzeitig lenkt? Das mache ich quasi, wenn es um engere Ecken geht. Schlage ich quasi mit der Pfeiltaste ein. Ups. Und drück quasi die rechte Maustaste nochmal, dann werden quasi beide Befehle übereinander gelegt und man kommt enger rum. Speziell für ein noch nicht so weit geleveltes Pferd ist es ganz praktisch. Benutze ich auch relativ häufig. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das rausgefunden habt oder ob ihr anders steuert. Rechte Hand an der Maus und linke Hand auf der Tastatur. Und schon sind wir wieder so gut wie im Ziel, wenn ich mich jetzt hier nicht verklicke. Geradeaus geht's noch. Zurück zum Kuban-Cowboy-Pfad ins Ziel. Ja, wir waren jetzt nicht ganz so fix unterwegs, aber was soll's. Also, der rote der XP-Balken hängt beim P vom Pferd. Und 125 Punkte dazu ist quasi bis zum F. Naja. Es könnte dann noch eher an die 1000 Punkte dauern, bis wir Level 10 erreicht haben. Wenn 1000 Punkte überhaupt reichen. Aber gut. Wir werden es sehen. Und wenn ich euch dafür das Video etwas beschleunigen muss, das sehe ich dann, wenn ich so weit bin. Auf alle Fälle geht es jetzt erstmal die knifflige Baumstammstrecke andersrum. Wobei die ja nicht ganz genau andersrum geht. Da haben sie hier und da ein bisschen getrickselt. Ups! Und zu still und zu stark eingeschlagen. Was ihr allerdings auch machen könnt, ihr könnt auch einfach rückwärts von der anderen Seite durch den Pfeil reiten. Das geht auch. Das mache ich ab und zu, wenn man ein bisschen zu gar unterwegs ist und irgendwie rückwärts reiten schneller ist, als nochmal vorwärts umzudrehen. So, und Attacke. Und nochmal links herum. Weil dieser Part ist nämlich anders beim Vorwärts- und beim Rückwärtsreiten. Komm, jetzt spring da bitte rüber. Hoppi! Du sollst nicht hängen bleiben. So, aber jetzt durchs Tor. Ab und zu nervt es einfach ein bisschen, wenn man halt immer in den Sprung reinspringt und dann rückwärts wieder runterfällt. Könnte man das nicht einbauen, dass man dann vorwärts runterrutscht und dann auf der anderen Seite steht? Und nicht immer rückwärts runterrutscht und dann wieder das Hindernis vor sich hat. Das Wiederschwungnehmen dauert auch immer relativ lang, finde ich. Darum wäre es ja eigentlich besser oder finde ich einfach schöner, wenn man dann vorwärts gehen könnte. Aber gut. Es ist vielleicht was, man Star Stable 0 schreiben könnte. Ich packe das auf alle Fälle auf meine Request-List für Star Stable. Und dann werden wir mal sehen, ob das irgendwann mal geändert wird.
So, wir sind im Ziel und hier ist auch gerade eine zweite Tellina gekommen. Ja, so, also, wir haben nochmal 125 Punkte gut geschrieben bekommen und sind von Level 10 noch unheimlich weit weg. Aber gut, ich würde sagen, wir beenden das Video an dieser Stelle. Ich level mal alleine noch ein bisschen weiter. Ui, hier kommt gerade noch ein Camos rein. Jetzt stehen Tellina und Camos zusammen. Auf der Startlinie. Ja, auch nice. Also, ich würde sagen, wir lassen es jetzt da mit. Und ich sehe euch im nächsten Video wieder, wenn Jay und Jungs mit in die Orbit unterwegs sind. Also dann, danke fürs Zuschauen. Ciao und Servus.